Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 13. Dezember 2017? Bevor ich beginne, zeige ich Ihnen wieder diese Anhänger, was auch sehr schön das Lebensbaum symbolisiert, das mit echter Blüte. Aber wir können auch diese Anhänger als Amulett tragen mit dem passenden Ritualöl, und das sind Duftöl, braucht man nicht viel, nur ein paar Tröpfchen einpinseln und dann wirkt das energetisch. All das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Und jetzt gehe ich zurück auf die Frage, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag? Mond hat eine abnehmende Mondphase und bewegt sich zwischen Tierkreiszeichen Waage und zwischen Tierkreiszeichen Skorpion. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und hat einen Einfluss von Akules und Akumen, diesen beiden Nebel ist es, befindet sich in die Nähe von dem Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Und die Tierkreiszeichen Schütze zeigt in diese Richtung. Und genau hier befindet sich die Sonne momentan. Die Sonne vermittelt Klarheit, Orientierung, die Zentrum. Unsere Galaxie vermittelt das auch. Wir sollen konzentriert bleiben. Aber dieser Nebel, Akules und Akumen rundherum, entweckt uns das Gefühl, das ist alles undurchschaubar. Also hier orientieren, Augen offen lassen, Möglichkeiten, Chancen und erkennen und konzentriert bleiben. Unser Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und hat auch einen Einfluss, sogar von mehreren Sternen. Pacht, dieser Stern Pacht befindet sich im Sternbild Taube und bringt uns Glück. Mintaka, dieser Stern Mintaka befindet sich im Orion-Gürtel und das bedeutet Verbindungen, Miteinandersein, wie ein Ring, wirkt auch auf unserem Planet Erde zurzeit. Dann Elnat. Und dieser Stern Elnat befindet sich im Fuhrmann. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Die Zügel selbst in Hand zu nehmen und diese Wagen bewegen. Dann Enzis ist ein Nebel bei Orion. Wieder dieses Nebelthema. Es ist alles undurchschaubar momentan und trotzdem nicht aufgeben. Und Mond bewegt sich momentan in Tierkreiszeichen Waage, aber übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion. In die Zeitraum, wo Mond noch im Waage ist, bekommt ein Einfluss von Bärenhüter. Dieser Sternbild Bärenhüter schützt, bewacht die beiden Bären. Die große Bär bzw. Bärin, das ist die Mama Bär, und der kleine Bär, der Sohn Argus. Oder große Wagen oder kleine Wagen. Also das ist die Schutzunterstützung. Mond bewegt sich und übergeht in Tierkreiszeichen Skorpion und geht in Richtung Kreuz des Südens. Das Kreuz des Südens ist die Südpol. So wie die Polarstern im Nordhalbkugel, das ist im Südhalbkugel die Südpol. Und das wird mit religiösen Themen verbunden, aber auch Spiritualität. Und das sind die Einflüsse von den Sternen. Und schauen wir, wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen sollen auf dem inneren Gleichgewicht achten. Wenn das umkippt, dann kommt die Nervosität. Uranus beeinflusst es. Und Uranus herrscht über unserem Nervensystem, wenn das zu viel ist.
Wenn man unruhig ist oder Ängste hat, gibt die Gleichgewicht, die inneren Gleichgewicht, und das wirkt auf die Nervensystem. Wenn die inneren Gleichgewicht und die Ruhe da ist, das stärkt auch die Nervensystem. Wichtige Themen sind wie bei Wagengeborenen die Berufung. Da orientieren. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborene haben Glückschancen, Gewinnchancen. Vieles können sie gerade beruflich verändern, verbessern. Aber auch in einem Verein oder Partei oder Bekanntenkreis, da wirken auch die Skorpion gerade. Und sie sollen intuitiv handeln, weil das ist die Neptun-Einfluss, auf die Träume hören oder auf die Intuition hören. Und die Skorpiongeborenen können sich inspirieren lassen. In den künstlichen Bereich ist es hervorragend. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen brauchen gerade die Rückzug, die Ruhe. Und da liegt die Kraft, und die Schützengeborenen lernen etwas Wichtiges im Augenblick, das inneren Schönheit, das mal zu entdecken. Kann sein, dass von außen jetzt keine Kontakten da sind oder alles unbeweglich ist, aber das hat auch einen Sinn. Das ist die Selbstfindung, gerade bei den Schützengeborenen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist in den Tagen, kommt etwas in Bewegung, im Fluss. Ein Aufstieg auch, und die werden, die Steinbockgeborenen, in den nächsten Tagen richtig wahrgenommen, und damit haben sie die Anerkennung. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist Thema immer noch Werte. Und die Kraft kommt von dem Inneren, aber es ist nicht nur die Wertschätzung oder das Selbstwertgefühl, sondern auch die Finanzen. Das sind zurzeit die wichtigsten Themen bei den Wassermanngeborenen. Aber achtsam sein, weil in den kommenden Tagen ist nicht gut zum Investieren, weil das führt zum Verlust. Solange bis der Mond in der Kreiszeichen Skorpion ist und auch noch abnehmende Mondphase hat, kann ich voraussagen, es führt zum Verlust. Also achtsam sein bei Investitionen. Kann auch bedeuten, dass etwas verabschieden soll, was die Finanzen beeinflussen kann. Kontakte, wo man sich ausgenützt fühlt. Dafür ist diese abnehmende Mondphase zum Beispiel vorteilhaft. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen sollen mit der Vergangenheit abschließen. Nur das, was belastet. Die schönen Erinnerungen sollen bleiben, weil das stärkt. Aber alles, was kränkt, verabschieden. Gar keinen Gedanken machen über die Vergangenheit, sondern hier und jetzt sein und organisieren die Zukunft. Weil diese Glück und diese Chancen haben die Fischengeborenen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher, und so ähnlich wie die Wagengeborenen sollen auch die innere Ruhe bewahren. Wenn das nicht da ist, dann wirkt das auf dem Nervensystem. Dann werden sie nervös sein, dann ist alles strapaziert und alles zu viel ist, und dann fühlt sich der Tag so bedrückend an und fühlen sie sich unzufrieden. Also die innere Harmonie, die innere Ruhe bewahren, auch wenn da geduldig sein muss. Da liegt die Kraft, und das stärkt gerade auch die Nervensystem, natürlich auch die Gesundheit, auch die Körper. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen auch im inneren Gleichgewicht achten, auch in den kommenden Tagen. Wichtiges Thema ist die Arbeit, der Beruf, aber auch die Zuhause, die wohnlichen Bereich. Da ändert sich etwas. Oder brauchen die Stiergeborenen auch mal diesen Rückzug? Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher, aber es ist zum Erwarten, dass etwas Gutes kommt, ein guter Nachkrieg, Glück in die Liebe, Partnerschaft, Veränderungen oder ein Vertrag beruflich. Die Hindernis ist das eigene Zweifel, also nicht zweifeln, sondern in diesem Vertrauen bleiben. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben gerade Glück. Es fließt alles, es kommt alles in Bewegung. Sie haben auch Erfolg. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben eine Art wie eine Sperre. Die haben das Gefühl, das geht nichts voran.
Das sind aber nur Momente im Leben. Grundsätzlich befinden sich die Löwengeborenen gerade in einer Wandlung. Und das ist die karmische Knoten, was hier gerade wirkt. Also sie haben gerade karmische Aufgabe. Das ist nicht immer leicht oder einfach, weil das ist alles neu und hat man Angst davon, man fühlt sich unsicher. Und gerade diese Unsicherheit, diese Angst sollte man überwinden, weil das ist gleichzeitig auch die Transformation und sagen, das klappt doch alles, ich habe die Mut, ich habe die Kraft, ich bewältige das, ich erreiche meine Ziele, alles ist wunderbar. Und das ist die Lernaufgabe, gerade die Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist gerade die inneren Harmonie, kommt auch in die Tage, alles im Fluss, das fühlt sich gut an. Bei Liebe, Partnerschaft und auch bei den Gesprächen, da können Missverständnisse da sein, aber das vergeht dann auch. Und das war mein Tageshoroskop. Natürlich können Sie auch persönliche Fragen stellen, wenn Sie zum Beispiel einen Termin haben, wie verläuft das alles, oder ein Partnervergleich, wie funktioniert dann die Partnerschaft, oder eine karmische Analyse, was für Lernaufgabe habe ich, was habe ich im früheren Leben gemacht, welche Talente sind da verborgen, das sind verborgene Schätze im Horoskop, was kann ich nützen, wie kann ich das umsetzen in diesem Leben und wo ist meine Lernaufgabe, das sind diese karmischen Kreislauf, mich befreit fühle und ende in mein Leben, kann ich sagen, das war ein schönes, erfülltes Leben. Und das ist das Ziel, das Mensch zu sein und hier zu sein. Und das ist natürlich die karmische Horoskopanalyse, eignet sich ganz wunderbar dafür, weil das erklärt aber auch alles. Also das ist auch möglich. Ich kann das empfehlen, kann ich beschreiben und unten bei der Beschreibung befindet sich auch meine Kontaktdaten. Dann die Blitzberatungen. Was ist es? Haben Sie eine Frage? Dann schreiben Sie mir ein E-Mail. Beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage. Bitte dazu schreiben Sie Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Und diese Art von Beratung beträgt mein Honorar pro Frage 10 Euro. Dann gibt's die 3-in-1 Beratung und das bedeutet 3 Stufen. In erster Stufe beantworte ich die Fragen. In zweiter Stufe kommt die Zeitangabe, was ist zum Erwarten in den kommenden Tagen. Und in dritter Stufe ist auch Zeitangabe, was ist zum Erwarten in den kommenden Monaten. Und diese Art von Beratung können Sie auch buchen per E-Mail 3in1@denderasusannamedici.com und mein Honorar beträgt bei dieser 3-in-1 Beratung 50 Euro. Also nicht die Stufen, sondern das Gesamte. Und empfehle ich noch mein neuer Kanal, Meisterin des Kartenlegens, und dort können Sie kostenlos erlernen die Kunst des Kartenlegens. Und zum Schluss, ein guter Rat ist immer Gold wert und immer im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.